Eine Übernahme ist wie ein Überraschungsei. Die Firma Beermann Automobile hatte bei der Übernahme von Haueis Truck einige Hürden zu überwinden. Wir haben 2007 letztendlich haben wir die Firma Beermann übernommen, erfolgreich, haben dieses Unternehmen letztendlich aus den Händen von Klaus-Willi Beermann übernommen, haben die Mitarbeiter letztendlich qualifiziert und weiterentwickelt und sind heute einer der besten Performer in Deutschland. Ja, wir fanden dieses Thema letztendlich hier in Kiesdorf, die Firma Haueis, die mit einer Tradition von über 30 Jahren hier an diesem Standort aktiv war, sehr, sehr interessant für uns, weil wir ein Riesenpotenzial an erfahrenen Mitarbeitern hochspezialisiert hier vorfinden. Wir haben natürlich mit dem Standort Hennstedt-Ulzburg, sprich in speziellen Kiesdorf, die bessere Positionierung, weil alles aus dem verdichteten Innenstadtbereich rauszieht in den Randbezirken. Und wir sitzen hier im Speckgürtel von Hamburg, natürlich sehr, sehr interessant für alle Logistikanbieter, für alle Spediteure, sodass wir unsere Leistung hier anbieten können, ohne großes Verkehrsaufkommen, dass man uns erreichen kann mit einem minimalen Zeitaufwand. Eine Übernahme ist wie ein Überraschungsei letztendlich dann. Man muss immer schauen, was ist drinne. Womit wir natürlich nicht mitgerechnet haben, das war natürlich die Insolvenz unseres Vermieters, was uns natürlich dann neue Herausforderungen gestellt hat, worauf wir zeitnah reagieren mussten. Da muss man schauen letztendlich, dass man dieses Grundstück und auch die Immobilie so schnell wie möglich natürlich dem Betrieb zuführen kann, um damit eine Sicherheit für die Mitarbeiter, für den Standort letztendlich für uns mittel- und langfristig auszurichten. Leider hat sich das Thema über einen längeren Zeitraum hingezogen, letztendlich bis eben halt in die Versteigerung am Amtsgericht Segeberg, wo es uns gelungen ist, auch den Zuschlag zu bekommen, was das erklärte Ziel auch war. Ja, das Problem ist nun natürlich, es wird immer begleitet von vielen Nebengeräuschen auf dem Markt, wo man natürlich die Insolvenz des Vermieters, stellen Sie sich vor, mit uns verbunden hat, was natürlich völliger Unsinn ist. Wir wollen das weiterhin stärken, natürlich die Firma Haueis, dass sich an diesem Standort die Mitarbeiter weiterqualifizieren, uns nochmal verstärken, auch mit Mitarbeitern und auch mit dem Leistungsportfolio dieses abzurunden. Aber wir sind einer der stärksten Partner der Firma Meiler hier, wo wir diese Aufbauten realisieren mit einem hohen qualitativen Anspruch. Und das möchten wir auch in Zukunft weiterhin tun. Auf der anderen Seite sind wir Vertragspartner für Iveco, was wir natürlich dementsprechend hier auch führend in der Region übernehmen und fortführen möchten. Und darüber hinaus reparieren wir alle Marken, die wir im Portfolio letztendlich dementsprechend mit unserer Kompetenz abdecken können. Das reicht über MAN, Mercedes. Und bei Mercedes übrigens haben wir noch den starken Partner Beermann im Rücken. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.